Mein Name ist Ansgar Beckermann. Ich bin pensionierter Professor für Philosophie, habe zum Schluss bis 2010 an der Universität Bielefeld unterrichtet, im Wesentlichen im Bereich der Philosophie des Geistes, der Erkenntnistheorie, freier Wille und auch Religionsphilosophie. Ich will zunächst unterscheiden, ohne dass hier ausführlich zu erläutern, wie die Begriffe zu gebrauchen sind, dass ich nicht in einem epistemischen Sinne Naturalist bin. Also es geht mir nicht darum, wie wir zu unseren Erkenntnissen kommen, wie das Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie ist, sondern mir geht es um einen ontologischen Naturalismus, das heißt um die Frage, wie ist die Welt beschaffen, was gibt es in dieser Welt und was gibt es nicht. Die Welt um uns herum besteht, oder in dieser Welt gibt es viele Dinge, die wir alle kennen. Es gibt Steine, Bäume, Flüsse, Gebirge, Sterne, es gibt den Mond, die Sonne, die Erde und andere Planeten, es gibt Menschen und andere Lebewesen und dergleichen mehr. All diese Dinge betrachte ich zunächst mal als natürliche Dinge, das könnte ich noch weiter erläutern. Eines kann ich vielleicht jetzt schon sagen, alle diese Dinge sind in meinen Augen letzten Endes aus Atomen und Molekülen zusammengesetzt. Sie haben nur Atome und Moleküle als Teile. Atome und Moleküle haben vielleicht noch andere Teile, aber das lassen wir jetzt hier einfach mal außen vor. Die Frage, die man sich stellen kann, ist, gibt es außer diesen natürlichen Dingen noch andere Sachen? Übernatürliche Wesen, Kräfte, Personen oder was immer, Entitäten, sagt der Philosoph gern, wenn er sich nicht festlegen will, um welche Art von Ding es sich handelt, über das er da redet. In dieser Welt gibt es also auch Übernatürliches. Und zu dem Übernatürlichen würden insbesondere zwei Dinge zählen, eine menschliche Seele und dann eben natürlich auch Geister, Götter, Nymphen, was weiß ich, Trolle, das sind zum Teil Wesen, über die ich hier nicht reden will, die sind so im Zwischenbereich zwischen Übernatürlichem und Natürlichem. Die haben einen Körper, aber sind doch nicht ganz von dieser Welt, wie auch immer. Also bleiben wir bei dieser Zweiteilung, natürliche Dinge und nicht natürliche Dinge. Und der Naturalist sagt einfach, außer den natürlichen Dingen gibt es nichts. Es gibt keine übernatürlichen Dinge, es gibt keine Götter, es gibt keine Geister, es gibt keine Seelen. Das ist sehr schlicht formuliert das, was ich unter Naturalismus verstehe. Das ist eine sehr vertrackte Diskussion, auch eine sehr ins Detail gehende, sehr verästelte, sehr komplizierte Diskussion, der in manchen Fällen nur noch sehr schwer zu folgen ist. Aber wenn man versucht, alles mal auf die Grundprinzipien, die Grundpositionen zurückzuführen, sozusagen ein relativ holzschnittartiges, skizzenhaftes Bild zu zeichnen, dann kann man vielleicht Folgendes sagen. Erstens, es ist immer wieder versucht worden, mit Hilfe von sogenannten Gottesbeweisen Argumente zu finden, die für die Existenz eines übernatürlichen Wesens sprechen. Und natürlich, diese Argumente stehen in unserem Kulturkreis alle in einer christlichen Tradition. Wenn man so sich nicht zu sehr darauf, auf diese Argumente einlässt, sondern sie mal ein bisschen von außen beobachtet, dann denke ich, kann man sehr schnell den Eindruck gewinnen, das ist alles unglaublich künstlich. Also hier wird versucht, mit spitzfindigen Argumenten etwas zu beweisen, dem man vielleicht auf diese Weise doch nicht nahe kommen kann. Also ich will mit dieser kurzen Bemerkung mal alle Gottesbeweise beiseite räumen und sagen, das lassen wir mal außer Betracht. Es funktioniert im Einzelnen wohl nicht. Und es ist grundsätzlich keine gute Idee. Ich will vielleicht eine Ausnahme machen. Es gibt den sogenannten teleologischen Gottesbeweis oder die Gruppe der teleologischen
Gottesbeweise. Da geht es darum, dass man sich, und das war sehr lange Gemeingut, mindestens bis ins 19. Jahrhundert hinein, eigentlich nicht vorstellen konnte, wie etwas so zweckvoll eingerichtetes wie Lebewesen in der Welt existieren kann, wie es überhaupt in die Welt kommen konnte, außer dass wir einen intelligenten Schöpfer annehmen, also jemand, der diese Dinge quasi gebaut hat. So wir uns Maschinen nicht vorstellen können, ohne einen Ingenieur oder einen Handwerker, der diese Maschinen gebaut hat. Die Grundidee teleologischer Gottesbeweise ist also sehr plausibel und sie war auch bis ins 19. Jahrhundert im Grunde allgemein akzeptiert, mit wenigen Ausnahmen. Die Situation änderte sich vollständig mit Darwins Entdeckung oder Darwins Überlegung, weil Darwin eben zeigen konnte, mit welchen Mechanismen sich eben doch aus unbelebter Materie, belebte Materie und aus einfachen Lebewesen, immer komplexere Lebewesen mit immer umfangreicheren und verblüffenderen Fähigkeiten entwickeln kommen. Für mich ist ein Phänomen verblüffend und ebenso verblüffend ist, dass in meinen Augen dieses Phänomen von den allermeisten Menschen nicht hinreichend gewürdigt wird. Und das Phänomen heißt einfach ein Eingreifen übernatürlicher Wesen in den Lauf der normalen Welt, der physischen Welt, der natürlichen Welt, ist empirisch nicht nachweisbar. Wir sehen es, wenn wir uns von unseren Vorurteilen freimachen, wir sehen es nirgendwo. Von übernatürlichen Wesen wird in der Regel ja angenommen, dass sie positiv oder unser Leben, unsere Vorhaben, das, was wir erreichen wollen, positiv oder negativ beeinflussen können. Und da man das nicht einfach hinnehmen will, ist in der Geschichte der Menschheit immer wieder versucht worden, auf bestimmte Weise diese übernatürlichen Wesen geneigt zu stimmen. Also sie dazu zu motivieren, uns doch eher günstig zu beeinflussen. Und da gibt es drei große Gruppen von Handlungen, Rituale, Gebete und Opfer. Und wenn man sich sozusagen mit ganz normalen empirisch-wissenschaftlichen Methoden einmal anguckt, nutzt es eigentlich, wie es in der Antike geschehen ist, fette Schenkel von Ziegen und Opfer zu verbrennen? Haben die Griechen deshalb mehr Kriegsglück gehabt als andere Völker? Nein. Nutzt es eigentlich für die Gesundheit von Angehörigen zu beten oder für die Genesung von Angehörigen, die krank geworden sind, zu beten, werden die schneller oder häufiger gesund, wenn man für sie betet oder nicht, empirisch gesehen? Nein. Und damit sind wir jetzt auch schon bei einem nächsten Punkt, dem sogenannten Problem des Übels oder Problem des Leides. Was wir feststellen, ist, dass Menschen, die sich in tiefster Not an ein übernatürliches Wesen wenden und um Hilfe bitten, in aller Regel nicht erhört werden. Man kann, und das ist jetzt natürlich sozusagen ein Fallstrick der Empirie, immer wieder Fälle beobachten, in denen das doch der Fall ist. Man kann natürlich auch Fälle beobachten, in denen jemand, ein Angehöriger für einen kranken Angehörigen betet und der wird gesund. Einzelfälle dieser Art gibt es immer. Aber die Statistik belegt nicht, dass hier wirklich ein Eingreifen höherer Wesen vorliegt. Und insbesondere da, wo Menschen furchtbare Qualen zu erleiden haben, ist immer wieder offenkundig, dass das Nicht-Eingreifen übernatürlicher Wesen quasi mit Händen zu greifen ist. Das ist in meinen Augen der allerstärkste Grund dafür, daran zu zweifeln, dass es solche Wesen gibt. Es ist kein Beweis, dass es diese Wesen nicht gibt. Natürlich könnte es solche Wesen geben,
denen es einfach egal ist, wie es uns geht. All das ist möglich. Es scheint mir nicht sonderlich wahrscheinlich zu sein, was klar ist. Solche natürlichen Wesen haben nicht die Eigenschaften, die zum Beispiel Christen ihrem Gott zu schreiben, insbesondere, dass Gott die Menschen liebt. Und ich wage mal folgende Vermutung, dass sich Menschen sehr viel weniger dafür interessieren würden, ob es übernatürliche Wesen gibt oder nicht, wenn man ihnen sagen würde, egal, wenn es sie gibt, sie kümmern sich nicht um euch. Dann ist es doch wurscht, ob sie gibt oder nicht. Ich kann sie nicht beeinflussen. Ich muss sowieso so leben, wie ich lebe. Dann gibt es sie oder es gibt sie nicht. Kann mir völlig egal sein. Ich will das versuchen, doch noch mal zusammenzubinden. Ich habe im Wesentlichen zwei Gründe. Das war ja die Frage, warum ich nicht an die Existenz übernatürlicher Wesen glaube. Also ich habe zwei Gründe dafür, diese Existenz nicht anzunehmen. Das eine ist, ihr Eingreifen ist empirisch nicht nachweisbar. Zweitens, besonders in größter Not helfen sie uns nicht. Mit anderen Worten, sie sind uns nicht wohlgesonnen, sie interessieren uns nicht für uns. Wenn es sie gibt, sind sie uns nicht wohlgesonnen, interessieren sie sich nicht für mich, nicht für uns. Deshalb kann es sonst egal sein.